Das suchst du dir ja nicht aus, dass du auf einmal Zeuge bist von einem Verkehrsunfall oder von einem Einbruch. Du bist einfach zufällig zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort. Wenn du dann aber als Zeuge schweigst oder sogar lügst, ganz schlecht. Wenn du zum Beispiel über die Autobahn fährst und siehst dann, dass der LKW vor dir plötzlich grundlos links rum rüberfährt und der Hintermann keine Chance mehr hat und du dann der Polizei sagst, ich habe überhaupt nichts gesehen, dann schadest du dem Opfer. Oder wenn du siehst, wie der Einbrecher den Pflasterstein durch die Glasfensterscheibe schmeißt und dann aus Angst vor Scherereien sagst, ich habe gar nichts mitbekommen, das ist schlecht für den Geschädigten. Zu den Aposteln sagt Jesus auch einmal, ihr seid meine Zeugen, ihr habt gesehen und gehört, was ich getan und gelehrt habe. Ihr habt mich gesehen als den Auferstandenen. Wie gut, dass diese Zeugen nicht geschwiegen haben. Wir wüssten sonst nichts von Jesus. Und auch später in der Kirche gab es immer Zeugen, zum Beispiel bei der Taufe. Bevor ein Erwachsener getauft wurde, wurde der von dem Priester gefragt, kannst du bezeugen? Hast du was gesehen, was sich im Leben dieses Menschen verändert hat? Kann er jetzt etwas, was er vorher überhaupt nicht konnte? Zum Beispiel sich versöhnen oder Verfolgungen annehmen oder Ungerechtigkeiten tragen? Das Zusammensein mit Jesus verändert nämlich einen Menschen. Heute im Nachtgebet bete ich darum, dass wir Augen und Ohren kriegen, um zu sehen, wo Gott in unserem Leben wirkt. Und dass wir den Mund aufkriegen und das bezeugen. 22 Uhr, domradio.de, Nachtgebet, dein Weihbischof Ansgar.